Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zum... Willkommen, liebe Jonges! Habe ich eben auch gemacht. Dankeschön. Zurück ja. Zum Äther. Wir hatten eben einen kleinen Fail und irgendwie genau, leckt jetzt deswegen. Mein Äther. Du bist ein Arsch. Nee. Mach den scheiß Shader aus. Warte mal, ich mache einfach Smooth Lightning aus. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber naja. Ich habe gar keinen Shader drin, das sieht trotzdem geil aus. Ja, Alter, hier sind noch Zenit-Dinger. Oh mein Gott, wir haben noch Zenit. Oh mein Gott. Dinger! Dings so. Ist da, Alter, was ist da los? So, haben wir irgendwo Redstone? Bist du behindert? Aber, nein. Haben wir nicht, aber wir haben Holz. Ja, wir müssen kurz was erklären. Was wir haben eben eine kleine Aufnahme angefangen und da hat dann irgendwie alles rumgespackt und dann haben wir nochmal aufgehört. Ja. Wir haben aber nicht viel gemacht, also ich habe noch ein bisschen Kisten sortiert und ja. Also ich habe im Grunde genommen gar nichts gemacht. Ja. Doch. Gar nicht viel. Gar nichts. Gar nichts. Hab ich schon mal erwähnt, wie geil dieser Shade aussieht. Hä? Nein, sorry. Muss man Redstone Fackel trotzdem noch mit normalem Holz craften, oder wie? Eine Redstone Fackel craftest du ja mit normalem Holz, ja. Soll ich dir welches mitbringen? Wieso bist du gerade unten? Ja, ich bin gerade unten. Ja, dann bring mir mal welches mit. Ich habe hier unten dieses dämliche Skywood. Bring dir Oakwood Dinger mit Stämme. Ja, ist okay. Ganze Stämme wie ein echter Wikinger. Ich wollte gerade sagen, kommst du auf das Wort oder kommst du nicht auf das Wort? Du wolltest auch Wikinger sagen. Du hattest schon so gezögert. Ich wollte Wikinger sagen, ja. Wolltest du? Ja. So. Ja, nicht der Wikinger. Weil so ist ja auch das Sprichwort. Was für ein Sprichwort? Naja, Olaf. Und Günther. Ja. Also, musst du mich schon verstehen, ne? Mhm. Günther ist Günther. Und Olaf ist Olaf. Jetzt bist du nicht gerade hochgegangen und ich bin runtergekommen, unbestritten, oder? Ja. Nee, warte mal, ich seh dich gar nicht. Alles ja egal, ich leg dir das Holz in die Holzkiste. Das kann daran liegen, dass ich gerade runtergegangen bin, wo du hochgekommen warst. Ja, YOLO. Ich leg dir das Holz hier in die Holzkiste. Gott, so viel brauche ich da gar nicht. Brauch nur ein paar Fackeln. Glowstone mach ich mal hier rein. Hier haben wir noch ein bisschen Ambrosium. Ambrosium. Yeah, bitch. Hier haben wir ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold. Können wir alles so ein bisschen benutzen. Hier haben wir noch ein bisschen Glas, das schmelzen wir noch. So, machen wir mal 16 Redstone Fackeln, das sollte eigentlich... Block of Quartz. Quartz. You see me rolling. Quartz. So, oh Gott, wie macht man nochmal Repeater? Zwei Redstone-Fackeln, in der Mitte einen Stein. Nee, in der Mitte einen Redstone und unten Stein, ja. Cleanstone. Cleanstone auch noch. Do we have Cleanstone? Unten schon. Willst du mich jetzt verarschen? Ich muss jetzt mal diese. Was ist denn das Green Sky Root? Nee, brauch ich ja gar nicht. Ich brauch diese Berry Bush. Bertie Bots Bohnen. Stem. Ja. Dann ja. Mache ich erstmal oben ein schönes Feld, dann laufen wir durch die Felder wie zwei kleine Mädchen und oh. Du bist alleine. Entschuldigung. Was? Du bist alleine. Was? Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Ich habe dich bereits allein gelassen. Ja, kann ich mit leben. Passiert mir öfters. Okay. Öfters als du denkst. Ich kann denken? Das wusste ich ja noch gar nicht. Ab und zu, ja. Ach, ab und zu nur. Ja, ich mache hier draußen so ein Feld, ja. Denk mal nicht ab. Ich wäre hier fast runtergefallen. Oh mein Gott. Da ist noch Redstone. So, ich wollte aber eigentlich Stein. Ey, du Penis. Mal nicht Nein, so hier, den ja. Penis haben wir abgebaut. Mal nicht so hier, ja. Mal nicht so? Nee, nicht mal so. Mal nicht so hier. Die Wolke, die geht mir nämlich tierisch auf den Sack. Jetzt fliegt sie nämlich wieder nach oben und gleich ist sie wieder da. Und schubst mich hier runter und dann so, bin ich voll angepisst. Sagst du mir nochmal, wo hier Cleanstone ist? Ich finde nämlich gerade keinen. Ja, dann musst du welche braten. Bin aber zu faul, Stein zu braten. Ja, dann YOLO. Das schmeckt nicht. Angebratener Stein schmeckt. Voll so genervt. So, dann brauchen wir. Haben wir Clean. Die Tür ist immer noch nicht fertig. Yeah. Ach, da sitzt du ja gerade dran, ne? Wir haben ja noch vier Folgen Zeit. Wir haben auch 8 Folgen Zeit, wenn du magst. Naja, so viel magst will du so Stress nicht. Nee, so viel will ich im Vorlauf nicht aufnehmen. Ich mag keinen Stress. Obwohl, wenn wir Zeit haben, wird egal sein. Nein! Nicht! Ich fliege! Ach, wirklich? Ja. Gleich kommst du so hier runter. Oh. Nee, tot. Tot. Warte, One-Hit-Schaufel. One-Hit-Schaufel geht in Action. Tot. Ich du magst das Wort tot, ne? Tot.
Alles ist tot. Alles tot. Wo haben wir denn noch Kohle? Unten drin in der Diverses-Kiste. Divers. Alter, diese Wolken, ne? Ne? Nein, da ist keine Kohle mehr drin. Klar ist da Kohle drin, Alter. Nein, was da los? In der verschiedenen Kiste ist keine Alter, Kohle. Alter, bist du blöd im Kopf oder was? Erdbeerkäse. Da ist nur Flint drin. Und Erdbeerkäse. Nein, kein Erdbeerkäse. Bei mir fliegst du da übrigens oben im Himmel. Ja, bei mir bin ich hier unten. Warte mal, ich mach einen Screenshot. Ne, jetzt bist du runtergebackt. Jetzt bist du wieder hochgebackt. Hallo. Alter, diese Wolke, Alter, ne? Wolke. Diese fucking Wolke. Ich hab ne One-Hit-Schaufel. Ah, sie ist tot. Fupp. Das ist die nächste gleich wieder. So, okay, die ist auch tot. Ist die auch tot? Die ist so tot. Dann packe ich einfach Holz rein. YOLO. Für dieses verschissene Skywood-Blankholz, weil das sowieso keinen Arsch braucht. Wir nehmen jetzt übrigens über Skype auf. Und Skype, ja, ist sexy. Zumindest von der Lautstärke her. Zumindest funktioniert es und es rauscht nicht wie Teamspeak. Ja, das ist auch cool. Ich glaube, wir nehmen jetzt öfter Skype. Warum baust du ab? Auch wenn damit mein Ether laggt. Oh. Because ich mache hier ein Feld hin. Gute Idee. Und da brauchen wir eine gewisse Umgrenzung des Ganzen. Ach, wirklich? Yes. Ach, wirklich? Yes. Das dauert mir jetzt gerade. Ich hatte mir so vorgestellt, so jo, 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 hier so lang so. Hier so lang so? Und da machen wir Fettbüsche und Fettorangenbüsche und alles mögliche für Büsche. So hier so, so, so hier ja, so. Ja, hier so in der Mitte so, weißt du so? Hier so Mitte, ja. Geht über deine Brücke, so. Geht auch über deine Brücke und so, weil cool. Ja, so Mitte, so Mitte. Und dann Brücke machen wir so, unten so, so noch Stützen dran und dann wird das hier so ein richtiger Gebäudekomplex. Oh yeah. Von dem man auch oh. unten, dann kann man auch von unten auf das Feld hochgehen und so. Die Star. Das ist eine gute Idee. Weißt du? So, dann das wird voll Redstone in der Mitte. Das und wird zwei voll Fackeln. Fancy. Yes, that's in Repeater. Das Lustige ist, ich brauche im Moment erstmal nur einen. Ich kann mit einem erstmal arbeiten. Das reicht. Dann wird schon. Die halbe Tür schon mal fertig. Ja. Ach, schön. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich... Moment. Ich hätte gerade was anderes im Kopf, aber naja. Was nicht so ganz so jugendfrei ist, aber naja. Ist ja auch egal. Ja, ich verfolge übrigens seit ein paar Tagen mit einer überaus angespannten Haltung dein Harveys neue Augen-Let's Play. Das ist doch nett. Dankeschön. Und ich feiere das einfach so. Ich habe dieses Spiel damals schon gemacht, aber noch kein richtiges Let's Play dazu durchgeschaut und ich werde es bei dir durchschauen. Ich werde es bis zum Ende mit anschauen. Ja, im Moment ist es ja ganz lustig, ne? Das ja, ist, es ist schon recht lustig. Ich feiere ja jedes Mal die Stelle, also die habe ich schon einmal gesehen, wo Memphis dann in den Ofen gesprengt wird. Ach ja. Das war recht lustig. Ja, ja, also es ist wirklich... Und danach kannst du auch weiter feiern, denn danach wird das, Edna Bericht ausgeben. Cool. Also das ist Vorgängerspiel von. Also du spielst dich jetzt so durch Dedelic durch. Genau, ich spiele jetzt einmal die komplette Dedelic-Reihe durch. Ja, geil. Und dann mal schauen. Ja, danach kommt bestimmt einiges anderes, aber du Dedelic durch hast, Alter, die hauen ja halbjährlich ein Spiel raus. Das ist ja krass. Ja, schaffe ich schon. Kriege ich schon irgendwie hin. Dedelic ist schon echt eine krasse Spieleschmiede so an sich. Also wirklich halbjährlich ein Spiel rauszuhauen ist schon... Und so geile Spiele rauszuhauen. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon eine Leistung. Also ich habe bis jetzt kein schlechtes Spiel von Dedelic gesehen. Nee, die haben auch keine schlechten Spiele. Also klar sind Spiele auch dabei, die... Also was ich übelst abfeiere ist Chaos of Deponia. Ja. Yep. Das feiere ich so übelst. Weil es einfach richtig geil ist. Ist richtig. Das wollte ich eigentlich auch mal let's playen, aber ich will nicht so mitten in der Reihe anfangen irgendwie. Ich finde, das passt nicht ja, so. Ja, ich hatte eigentlich auch eher gesagt, dass ich sage, ich fange von Anfang an an. Aber da zu dem Zeitpunkt war das Geld noch nicht so flüssig. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir zuerst das, weil ich halt das von einem Kollegen die Empfehlung bekommen hatte. Und der hat gesagt, hier, spiel das zuerst, weil es halt mehr Fun macht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, mache ich. Und ja. Dann habe ich damit angefangen und jetzt, ja. Okay, so kommt das also. Ja, so kommt das. Okay. So, jetzt muss ich hier mal eben schauen, wie ich das am besten mache. Hier so einen Aufgang, dann kann man hier von unten hoch. Das wäre eigentlich ganz cool. Mit U, ja. Cool mit U. Cool. Okay. Ja, das ist meine Logik. Gegen so eine Logik lässt sich nicht ankämpfen. Nope. Es gibt echt so manche Menschen, die kenne ich auch,
deren Logik ist so vollkommen unlogisch, aber du kannst einfach nichts dagegen sagen. Tja. Weil die so, das flasht dich irgendwie so. So überaus, bam, in your face, bitch. In your face, ja. Master of Argumentation. Du kannst dagegen einfach nichts sagen. Ja, das ist, so Leute gibt's. Oh, das ist so laut. Haben wir noch irgendwo ein bisschen was Redstone? Ich verbrauche hier gerade unseren ganzen Redstone, aber ansonsten brauchen wir den ja nicht. Nee, hier oben brauchen wir den echt nicht. Also ich weiß nicht, soll ich hier so eine Wand lassen? Ja, ich lasse hier so eine Wand. So, nochmal 3 Repeater. Bis hierhin. Redstone Torch. Da sind die Repeater. Oh, jetzt habe ich 5 Repeater. Na gut. Oh, so eine Verschwendung. Oh, das ist doch. Das ist doch echt. Also, wirklich. Nur aufregen kann sich der Junge. Ja, das ist nicht wahr. Schlimm. Schlimm. Wie macht man noch gleich Druckplatten? Einfach mit zwei Steinen, ja. Zwei Cleanstone, ne? Zwei Cleanstone. Könntest du aber auch einen Knopf machen. Na, wieso? Weiß nicht. Knöpfe sind cool. Platten sind doch viel lustiger. Knopf kommt von drinnen, okay? Hast du was gegen Knöpfe? Ja. Machen wir jetzt eine Knöpfe. Aber Knöpfe halten unsere Sachen zusammen, manchmal. Und Druckplatten sind Druckplatten. Das ist wieder so ein Beispiel für die Argumentation, ne? Das ja. ist so ein Beispiel. Ich bin halt gut im Argumentieren. Das ist dieses Beispiel, was ich meinte. Du kannst dagegen nichts sagen. Ja, weil Druckplatten sind. Dagegen kannst du auch nichts sagen, weil es so ist. Richtig. Alter. Ach, ich feier das. Hart. So, ich hab mir jetzt mal neue Spitzhacken gemacht. Guck mal, frisch gecraftet. Boah, das ist ja übelst geil, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ja, dauert auch noch was. Ist ja noch nicht fertig. Ich hab ein Redstone. Da bitte, ey. Vorher geht nicht. Der klaut mir mein Arbeitswerkzeug. Das geht ja man gar nicht. Erdbeerkäse? Nein. Kein Erdbeerkäse. Ich habe noch nie in meinem Leben Erdbeerkäse gegessen. Aber ich habe in Köln am Samstag zum ersten Mal Club Mate getrunken. Gleich 10 Stück. Ich weiß, Facebook regelt, ne? Gleich 10 Stück. Und es war geil. Mir geschmeckt das sogar. Wie kann man so? Mir schmeckt das, ohne Scheiß. So, ich warne dich. Wenn du hier Wasser durchfließen lässt und das da reinfließt, dann bist du tot. Wo soll denn hier Wasser herkommen? Keine Ahnung, brauchen wir dafür nicht Wasser? Hier kommt dann Erde hin, ne? Die andere Schicht wird Stein. Aber das siehst du ja, das ist ja markiert. Brauchen wir dafür kein Wasser? Für Dings? Nein, für die Büsche brauchen wir kein Wasser. Okay, dann ist ja gut. So. Funktioniert? Ja, funktioniert sehr schön. Hier kommt das hin. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Dass ich hier so ein bisschen was umbaue. Noch nicht. So. Das lasse ich jetzt hier halt mal noch offen, damit du da siehst, was da was ist, ne? Das wäre nett. Aber das kommt nachher zu, ey. Da guck ich genau hin. So. Dann machen wir hier so eine optische Abgrenzung in Blaubeerbüsche und Orangenbäume. Ist bestimmt voll unsymmetrisch. Also man hat tendenziell genug Zeit durchzugehen. Probier's mal aus. Lol. Achso, wir wollten ja mit Gravel arbeiten, solange wir keine 2 Slimebälle mehr haben. Wollten wir mit Gravel? Müssen wir. Achso, ja. Ich suche dann nach Slimebällen nochmal. Ja, das kannst du machen. Haben wir noch irgendwo Gravel? Das weiß ich nicht. Lass mich raten, wir haben es wieder nur oben. Ja. Unten. Unten. Nee, Quatsch, wir haben noch Gravel. Wo denn? In der Erdekiste. Glaube ich. Ja, da dürfte welcher sein. Gravel, ja, hier ist noch Gravel. Gravel. Ey, du bist ja voll der Völker. Alter! Was? Wo kommt der denn her? Holy shit! Wo kommt der denn her? Der kam durch das Ätherportal. Aua. Oh, Alter. Lol. Einfach mal so random. Oh. Alter, ich komme vor wie bei Outlast. Ey, ich hab mich so übelst erschrocken. Oh. Ich glaube, wir sollten das Ätherportal nicht neben das Netherportal setzen. Alter, ey. Mein Herz rast. Geil. Kommt voll am Arbeiten, voll am, keine Ahnung, und dann fupp.
kommt auf einmal dieses Schwein raus. Denkt mir so, what? Hallo, oh, übrigens an Anton. Er hat ein Schweineskin, deswegen. Ja, aber ist schon geil. Oh, nee, Alter. So. So, keep man hier. Warte mal, dann müssen wir mal weiterziehen. Zeit, um durchzugehen, also das können wir so lassen. So, und wir sind an 15 Minuten angekommen, ne? Wir what? Dann würde ich sagen, wir machen das hier in der nächsten Folge fertig. Genau, würde ich auch sagen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal weiter. Beim nächsten Mal im Ether von Peter. Yes. Und von uns, wir sind ja auch. Ab und zu, ja. So ein bisschen unterwegs. Genau. Gut, ich sag Tschüssli Müsli und bis dann. Tschüss.